Herzlich willkommen zum zweiten Video, Freunde. Ich bin heute hier in München. Heute gibt es einen Stadionblock, den zweiten Stadionblock. Heute trifft der FC Bayern gegen Freiburg. Und man merkt, es ist schon einiges los in der Stadt. Ich bin gerade hier mit Flo, der heute mit dabei ist. Und wir werden uns auf jeden Fall jetzt was zum Essen holen. Heute wirklich sehr, sehr kalt im Stadion sein wird. Deswegen sind wir auch so warm angezogen, auch mit den Hauben und so weiter. Ich habe sogar auch Handschuhe mit dabei. Also ich bin bestens ausgerüstet für heute. So, wir gehen jetzt ins Five Guys. Flo hat gemeint, dass das sehr, sehr gut sein soll. Ich war noch nie drinnen. Ich kann mich erinnern, dass Visca Bars auch mal drinnen war beim Video. Deswegen werde ich den jetzt mal zum ersten Mal probieren und ich zeige euch dann und ich sage euch dann, wie er mir geschmeckt hat. So, rein da. Hat man es jetzt bestellt? Ich habe jetzt 23 Euro bezahlt für einen Burger, für Pommes und für eine Cola. Ich hoffe, dass es jetzt richtig gut schmeckt. 23 Euro. Ich muss nur die Champignons entfernen. Die ersten zwei Bissen finde ich gar nicht schlecht. Also sehr gut. Und wir werden dann gleich die Pommes probieren. Komm, ist auch gut. So, Flo entfernt jetzt noch alle Champignons. So, sind jetzt fertig mit dem Essen. Flo, was sagst du? Was gibst du Note? Ja. Note noch? Ja, war okay. 1 bis 10? 6,5. Ja, ich war 6,5 wegen dem Preis eigentlich. Aber so, ich habe mir mehr erwartet. Es war wirklich okay. Ein bisschen überteuert ist, ja, von dem sind wir ausgegangen, aber dann, dass es dann so teuer ist. Ja, aber der Burger war gut. Ich habe vorher mit dem Flo darüber geredet, wie schön es eigentlich wäre, hier zu wohnen. Nur die Mietpreise da oder generell das Wohnen da ist einfach viel zu teuer. Aha, das sieht nice aus. Ich fotografiere. Wir kamen jetzt auf die Idee, da ein bisschen den Scooter auszuleihen und durch die Stadt zu cruisen. Ich habe das schon mal gemacht, aber schon länger her. Weil wir ein bisschen die Stadt unsicher machen, Freunde. Mir wurscht. Hier gleich rüber zum Stadion. So, Flo, jetzt die Prediction gefragt von dir. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus? 4-2 Freiburg nach Verlängerung. Ich sag 2-1 für die Bayern. 2-1 für die Bayern. Die Bayern werden zu dem machen, die werden sich da nichts nehmen lassen heute. So, Freunde, hier ist das Klo. Hier ist das Klo und hier ist das Stadion. Und hier ist der Sonnenuntergang. Geile Aussicht beim Pissen, was gibt's Besseres, Freunde? Freunde, man kann sagen, was man will, aber das Stadion da in der Allianz Arena ist wirklich top. Das ist wirklich top von außen, von innen. Also das muss man wirklich respektieren, auch als Barcelona-Fan. Tipptopp. So, wir sind jetzt drinnen im Stadion. Wahnsinn! Oh. 90. Spielminute, Handspiel, das Mitte für Freiburg. Ganz schön
So Freunde, sind jetzt gleich wieder beim Auto. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Spiel relativ ausgeglichen war, wobei Bayern sicherlich deutlich mehr den Ball hatte und mehr versucht hatte. Nur ich habe das Gefühl gehabt, dass Bayern einfach unkonzentriert war, gerade bei den letzten Pässen, Bällen. Ja, das Video endet hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, kommentiert gerne. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne, holt das gerne nach. So, das war's. Flo sagt auch noch Ciao. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Freunde.